Hallo, Bracket hier. Willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Erstmal muss ich eins sagen. Ich habe den John Romero genannt. Ich meinte natürlich George Andrew Romero. Den Zombie-Macher, nicht den Macher von Spielen wie Daikatana, die zwar auch eine Totgeburt waren, aber mit Zombies herzlich wenig zu tun hatten. Letztes Mal habe ich seine Quest nicht geschafft. Und ihr werdet sagen, hey, das war knapp, Bracket. Das schaffst du. Aber nein, das schaffe ich nicht. Es ist sehr gut designt, diese Quest, dass man so ungefähr 20 Sekunden hat, in denen es da wirklich drauf ankommt. Am Ende und ich schaffe die Quest in der Regel immer erst, wenn ich sie mir aufhebe und hier mit mehr Disziplinen hinkomme und einem Sturmgewehr. Und das alles für einen Punkt mehr Erfahrung und ja, viel Munitionsverschwendung. Also machen wir die Quest auf die andere Art und Weise, von der ich gesprochen habe. Und dazu müssen wir erstmal rausfinden, was er zu tun hat außerhalb des Friedhofs. Interessanterweise kann ich das anscheinend nicht mehr machen. I'll be back in about 5 minutes. Okay. Naja, genau. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert daran, Zombies zu bekämpfen. Vielleicht kann ich dir irgendwie anders helfen. Well, I don't know. What are you thinking? Ja, was willst du überhaupt außerhalb des Friedhofs machen oder erledigen? Sometimes a man needs the kind of release putting a 44 slug through a zombie's brain doesn't provide. Come on, you're a guy, you understand, right? Definitiv, definitiv. Darum geht's in dem Spiel ja auch. Ich bring dir was vorbei auf dem Rückweg. Really? You will? Great. I'll just stay here and keep watch. Oh, and FYI, I like them a little, you know, stacked. Appreciate it. Okay, okay. Wunderbar, ich bin ein Pimp. Oh, falscher Raum. Ich bin ein Pimp. Ja, vielleicht kann ich ja Heather überreden, dahin zu kommen. Wenn man übrigens einen weiblichen Vampir spielt, kann man das direkt da erledigen. Das sind die einfachsten Erfahrungspunkte, die du je in einem Spiel verdienen wirst. Ja. Wenn er dir denn gefällt, der Mann. Aber erstmal, bevor wir uns um seine fleischlichen Gelüste kümmern, müssen wir Ginger Swans Grab finden. Oh mein Gott. Ich wollte weniger mein Gott sagen. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird er mich mit einem Blitz niederstrecken auf dem Weg zum Supermarkt, wenn ich das weitermache. Also da, wo die Knochen sind, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, da hinten leuchtet's. Lasst mich raus hier. Das ist ja wie mein Babygitter damals. Das Horror-Tape Part 1. Devil Spawn Flash Feast. Das Logo sieht nach DMP. DMP. Das sind irgendwie die Death... Irgendwas. Movie Productions wahrscheinlich. Ein Erfahrungspunkt. Wir haben das Tape. Auf geht's zum Isaac, zum Baron. Der wollte das ja für unsere Hilfe. Wo muss ich hier lang? Ja, so groß ist das hier nicht, aber ich verlaufe mich. Jedes Mal auch. Geht's hier raus? Das sieht so aus. Ja, definitiv. Hier geht's raus. Da müssen wir jetzt, also das mache ich mit dem Romero. Werde ich direkt erledigen. Und ich werde mal sehen, was ich ihm finden kann. Er mag sie ein bisschen stacked, okay. Also sollte ich nicht das flachste Brett suchen, sondern... Ja, yeah. Vielleicht gibt es Bonus-Erfahrungspunkte. Oh mein... Na. Wie tief bist du gefallen im Untot? Naja gut, er sieht ein bisschen auch aus wie ein Pimp. Wenn ich mir seine Lederjacke so angucke, in Los Angeles, ist es Sommer wahrscheinlich und er hat diese tolle Lederjacke mit dem weißen Pelz oben am Kragen an. Ja. Naja. Ich habe ihn ja auch Edward genannt. Edward, ja. Was ist hier los? Oh, irgendjemand hat hier Randale gemacht. Dann suchen wir nochmal. Hier, vielleicht du? Nein, ich glaube, du bist ziemlich stacked genug. Da war schon wieder ein Polizist auf dem Weg, der irgendwie weggebeamt ist. Oder sich weggebeamt hat. Hey! Genau nach so einer Video suche ich doch. Hey, Baby. Looking for a date? Ja, freut von mir. Okay, I'll play along. Where's this friend of yours? Ja, warte mal, ich mach kurz meine Hose auf und dann, er verbringt die Nacht. Er kümmert sich in der Nacht um verwaiste Kinder.
Hey, was ist dein Problem da rechts, du Kerl? Hier aus dem Bild, genau, sehr gut. Ich denk mal, ich sollte nicht lügen. Oh, no way am I going in there. What kind of freak are you? Bist komplett sicher. I don't know why I should believe you. Well, okay. But I'm gonna get really pissed if you turn out to be some psycho murderer. Let's go. Keine Angst, ich bin so eine Art psycho murderer, aber nicht heute, nicht für dich. Heute will ich einfach nur einem anderen Psycho-Murderer eine schöne Zeit verschaffen. Vielleicht hätte ich ihn vorher fragen sollen, was er denn gerne... Na, ich hoffe, die überlebt das. Nee, aber... Ich bin da guter Dinge. Da passiert schon nichts. Der hat mehr Waffen als... So, die Frau ist jetzt... noch hinter mir. Im Geiste, ja. Die ist noch hinter mir. Das hat schon funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Ich glaube, jetzt ist die Tür hier nämlich... Hey. Very nice. Ah. What can I give you for the assist? Okay, das ging schnell. Das hat ja kaum länger gedauert als, also wenn ich auf meine Uhr gucke. Du musst ja ganz schön einsam sein. Geld oder mehr Skill in Feuerwaffen? Mehr Skill in Feuerwaffen. When you fire, keep your eyes on the target even after you shoot. And use the sight, that's what it's there for. And style doesn't count for jack if you can't hit anything. Keep that Glock to the side crap in the movies. Oh, would you look at the time? Me and, girl here got some Couch Olympics to compete in. So if you don't mind. Ach so, du hast es sogar schon. Du bist noch gar nicht fertig. Okay. Ja, so habe ich das noch in Erinnerung. Jetzt ist er nämlich verschlossen. Und er lässt mich nicht mehr rein. Da haben wir doch wieder einem geholfen. Und ein glückliches Pärchen zusammengeführt. Ja. Und mein Skill in Pfandfeuerwaffen hat sich um 1 erhöht. Jetzt ist er auf 3. Und ich habe 29 Erfahrungspunkte übrig, die ich irgendwo verteilen kann. Also Wahrnehmung habe ich schon gut gepusht. Interessant. Dadurch habe ich Ranged schon auf 8. Das heißt... Oh, gute Güte. Und dieses Aspects erhöht auch nochmal Range, wenn ich es denn benutze. Ich könnte nochmal mehr in, wo haben wir denn? Lockpicking oder Hacking oder Seduction oder Überzeugung oder... Ja, oder in die Disziplinen pumpen. Disziplinen vorerst. Geschwindigkeit ist immer nicht schlecht. Jetzt habe ich ein höheres Level an Geschwindigkeit, dann merkt man das auch mal, wenn ich es anmache. Ja, ist immer von Vorteil. Mit Geschwindigkeit und Handfeuerwaffen, beziehungsweise einem Sturmgewehr, kann man eine Menge reißen in dem Spiel. Ist einfach so. So, hier gibt es eine ganze Menge Sidequests noch. In dem Gebiet. Ah. Oh, so wet. Ja, du siehst. Zum Beispiel hier im Vesuvius gibt es eine Quest. Hier gibt es eine Quest im Asphole. Eine Quest führt einen in diesen Adult-Champ. Lucky Star Motel gibt es noch eine Quest. Mindestens eine. Aber das werden wir alles im Verlauf der Hauptquest, der Hauptstory entdecken. Ich will mich da nicht verzetteln, weil mein Charakter hat eigentlich wichtige Sachen zu machen. Er muss den Prinz finden. Er muss den Prinz finden. Genau, er muss den Nosferatu finden, der den Sarkophag vom Prinz geklaut hat. Kann ich dir irgendwie helfen? Der scheint sich da nicht ganz reinzutrauen. Geh mal weg. Ja. Man kann in dem Spiel den Leuten mit Duckjump, kann man den auf die, oder Duckjump, dem Enten, ja genau, dem Entensprung, kann man den auf den Kopf hüpfen und dann rennen sie weg. Hi, Isaac. You made good time. Hand me the item. Hi. I didn't doubt you'd find this. And I apologize if I was overly imperious before. A reflex action. I get a lot of young blood in here for getting their place. I'll assist you as reasonably as I can with your task. But first, this tape. I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable. I do have a feeling that whatever's here may be of use to both of us.